Verlasse das Versteck. Hallo und recht herzlich willkommen. Mein Name ist Sirius. Wir befinden uns in Erins Versteck und das ist das Let's Play zu Deep. So, beim letzten Mal war es ja hier ein bisschen konfus und wir wurden hier von einigen Visionen geplant. Mal gucken, was heute so ansteht. Dass er das Fenster nicht schneller aufmacht, das geht mir nach wie vor irgendwie auf den Sack. Das erste Motzen bereit nach 30 Sekunden. Neue Karte, okay. Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken, zu finden oder sonst? Vermutlich lasse ich jeden Schatz aus, aber ich gestehe jetzt, Oh, ganz wichtige Sachen. Ah, Spritze. Flachmann. Was fehlt noch? Spritze, Flachmann und Wasserpfeife fehlte nur. Okay, wir gehen hinaus. Die Stadt Südviertel. Möchtest du in dieses Viertel gehen? Ja, immer noch. Ich glaube, der ein oder andere von euch, der so zuschaut, hat es auch schon durchgespielt. Und ich bin mir nicht sicher, bei welcher Folge wir gerade sind. Ich glaube, wir sind bei Folge 9. Das bedeutet, wir sind jetzt ungefähr 3 Stunden Spielzeit habe ich jetzt. Also das heißt, eigentlich müsste es noch... Auf zum Haus der Blüten. Relativ lange so weitergehen. Rote Lampen. Also suche ich rote Lampen. Ich finde das Bordell. Okay. Finde den Weg zum Haus der Blüten. Ja. Bordell hört sich auf jeden Fall für mich jetzt erstmal positiv an. Da können wir nicht viel falsch machen, oder? Und da schwingen wir mal drauf. So. Ab zum Bordell. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt hier noch überall einsteigen und so, aber ist das wirklich notwendig? Das sieht hier alles so erbärmlich aus, dass ich gar nicht so sehr wissen. Die sehen eigentlich hier alle aus wie Nutten. Muss ich gestehen. Was machen sonst Frauen hier so abends auf der Straße? In dem Drecksviertel. Hier, oder was? Was mache ich denn hier jetzt? Hier ist ja mal gar nichts. Hund begraben. Kann ich hier irgendwo rein? Nö. Hauptsache abenteuerliche Musik. Ich glaube, das war ein Satz mit X. Aber meistens sind die doch irgendwo für gut. Diese Seile. Kann ich hiermit irgendwas machen? Nö. Ich kann runterfallen, kann ich. Perfekt. Ich habe jetzt keinen sonderlich guten Weg hier eingeschlagen. Bemerken wir alle gerade. Ja, der hat nix. Ja, Gold liegt hier auf der Straße, kann man sagen. Ich latsche hier einfach mal rum, was soll das? Ganze Kletterei wird auch überbewertet. Schritte? Wer schleicht durch unser Revier? Niemand. Nicht, hä? Schade. Ist das da ein Wächter eigentlich, der? Der sieht so nach Wache aus, oder? Ich glaube, ich habe die Kopfhörer falsch rum drin, auf jeden Fall. Kommt der Sound für mich immer aus der falschen Richtung? Komm her, Baby. Okay. Ach, scheiße, das wollte ich gar nicht. Nein, da war niemand. Man darf man sich hier nicht mal bewegen, oder was? Ist auch eine Wache, oder? Ich sag mal wieder irgendwo hochklettern können, oder? Ich finde dich zuerst. Zeig mir, was du
kannst. Komm schon! Sirius auf Mörder-Tour. Ich habe keinen Fall mehr. Ich könnte ihn brennen lassen. Das sieht ja cool aus. Kann man eigentlich wie bei Lara Croft die Pfeile wieder einsammeln? Nö. Pfeil im Kopf. Komm. Ich will den nicht hochheben. Ich will den hier... Komm her, ihr Opfer. Kann man denn dann hier rüber, Mensch? Man muss bestimmt irgendwo so oben rumklettern, oder? Das wäre ja wesentlich sinnvoller. Also ein richtig guter Kletterer ist er ja nicht. Ich gehe mal ein bisschen durch den Hafen. Voll düster hier. Ich kann wahrscheinlich noch nicht mal schwimmen. So, jetzt gehe ich hier hoch. Jetzt gucke ich hier um die Ecke. Soll ich dir mal einen Feuerpfeil in den Kopf schießen oder was? Funktioniert das? Was denn, vor einem brennenden Pfeil stirbt er nicht oder was? Irgendwann schon. Sag ich mal, irgendwo wieder. Kann ich die Armbrust klauen oder was? Gib mir die Armbrust. Ey, Armbrust, gib mir. Komm her. Scheiße. Ich wette jetzt, wenn ich zum Beispiel so eine Flasche darüber werfe. Wir schnappen uns hier. Ich töte einfach alles. Ich kann gar nicht anders. Ist nicht Thief, ist es Assassins irgendwas. Komm her, du Penner, ab ins Dunkle mit dir. Geld her. Der hatte da auch Geld. Ich konnte den noch beklauen. So geht das jetzt nicht mehr. Ich hab besser mal zuerst ausgeraubt. Toll, ich als Dieb hier auf der hellen Straße. Das hatte sich der Macher auch anders vorgestellt. Ah, da ist eine Leiter, guck mal. Schnell, bevor er Alarm schlägt! Bam! Schirm. Hat das gerade geruckelt? Ist schwarz wie das Lächeln eines Mädchens aus der Sugar Lane. Ach man, ey, hier sind ja überall Leute. Geht dort jemand spazieren? Nein, hier geht niemand spazieren, verpiss dich. Nichts, hä? Nein, nein, nichts. Mann, ich spiele hier mit den Razer In-Ears und ich glaube, ich habe die falsch rum drin. Wenn der Typ von rechts kommt, höre ich den immer links labern. So eben mir die Ohrstöpsel wechseln. Beißer waren mal wer. Die neuen Jungs kannst du in der Pfeife rauchen. Schalala. Hätte ich auch von hier irgendwo kommen können? Vielleicht. Soll ich den nicht einfach auch killen? Wir machen ein reines Let's Kill draus. Guck mal, wie nervös ich schon meine Tötungshand hier links bewege. Da hin, der Penner. Ich sehe rotes Licht. Ich hoffe, es gibt freizügige Dirnen.
Der Eingang des Hauses der Blüten muss hier irgendwo sein. Sehr unauffällig. Was wird der Fluss schon für mich anschwemmen? Schlage ich direkt tot. Das Wetter schlägt um. Ja, Opfer. Geh mal Friseur. Kommt schon, Mädels. 10 Minuten. Mehr will ich nicht. Ihr steht im Haus der Blüten auf der schwarzen Liste, Lord. Du bist gar kein Lord mehr, stimmt's? Schwarze Liste? Ich geh mal hier rein. Ich weiß, ich muss auf die andere Seite. Ist ruhig. Oder? Für den Rest deines Lebens. Aber du findest sicher eine billige Hure in den Gassen, die dein Verhalten erträgt. Du genießt das viel zu sehr, Mädchen. Nein, ich gehe da rein. Gerade im richtigen Maße. Mann, meine Husten bringt mich nochmal um. Gucken, ob wir hier irgendwie einer Dirne helfen können. Einer Dame in Not. Da ist der Sirius immer zur Stelle. So, dann gucken wir mal, ob hier eine junge Dame belästigt wird. Nö. Na toll, was wieder ein doofer Raum, ey. Geralt hat Husten. So, was jetzt passiert hier, oder? Ups. So, meine Freunde. Jetzt geht's ab. In Puff. Kapitel 3. Schmutzige Geheimnisse. Möchtest du dieses Kapitel beginnen? Ja. Unbedingt. Am Ende das Dockfieber? Ah, ich habe den Ring, den Basso wollte, direkt vom Finger des Diebesfängergenerals selbst gestohlen. Schmutziges irgendwas. Fände den Eingang in den Bordell. Ich will zum Haus der Blüten. Wenn ihr Schurken mich also überfallen wollt. Madame Zhao Zhao erwartet euch, Sir. Ich geleite euch persönlich zu ihr. Bitte folgt mir, Sir. Die sehen alle reich aus. Dieser eitle Gockel läuft schnurstracks zum Hühnerstall. Und ich bin der Fuchs. Ich fühle mich so bloßgestellt. Wenn jemand sieht, dass ich zu diesen Blüten gehe, bin ich ruiniert. Keine Sorge, Sir. Madame Zhao Zhaos Haus der Freuden ist nicht ganz billig. Ihr werdet dort nur unter euresgleichen. Denkt ihr, Adlige zerreißen sich nicht das Maul wie euresgleichen? Die sind noch schlimmer. Mir wurde gesagt, meine Identität würde geschützt. Das wird sie, Sir. Das wird sie. Gucken, was da passiert. Willkommen bei Sirius Let's Play. Das etwas andere Diebes-Gameplay. Coole Aktion, fand ich. Oh, hier sind die roten Blüten. Klemmt sie wieder? Ich hoffe, ihr erwartet nicht, dass ich euch helfe. Nein. Was heißt denn, klemmt sie wieder im Begriff, im Verhältnis bei einem Puff? Die Schwermut ist überall. Stolpert nicht, Sir. Bleibt immer im Licht. Ich wusste, Zhao Zhaos Freudenhaus steht an einem diskreten Ort, aber... Aber das? Es macht sich bezahlt, verborgen zu sein, Sir. Ja, bezahlen werde ich wohl. Diese verdammte Stadt. Hätte ich schon ihn schon töten sollen, oder was? Nö, ne? Bist du oft hier? Oh, oh. Guten Abend, Sir. Dieser Gestank. Ist das irgendein Kanal? Das ist der Fluss, Sir. Komm ich hier raus? Oh.
Wow. Hier war doch irgendwas. Ich zucke bei jedem Geräusch zusammen. Ich trage zwar Leder, aber ich glaube kaum, dass ich als Blüte durchgehen würde. Und falls es mir sein sollte, habe ich mich einschleichen. Kommt ihr mir nicht mit Gefahr? Ich war an den Docks. Überall Ratten. Mann, hat der viel Geld dabei. Wir haben euch erwartet, Sir. Dürfte ich eure Einladung sehen? Oh, die Einladung? Oh, natürlich. Ich hatte hier bei. Es sieht voll geil aus. Ich find's vom Artwork-Design finde ich mega geil. Nicht. Egal. Sir, tut mir leid, aber Madame Zhao Zhao besteht auf absolute Sicherheit. Kein Eintritt ohne Einladung. So, ich habe eine Einladung. In Lack und Leder gekleidet. Gehöre ich einfach zum Team. Sesam, öffne dich. Ich liebe das Design von dem Spiel. Auch wenn ich zwischendurch, ich gestehe nochmal, ich finde es ja ab und zu ein bisschen langweilig oder so. Aber ich mag einfach das Design. Ich sollte erst in Madams Gemächern suchen. Dabei könnte ich mir gleich die Taschen vollstopfen. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe meinen Vetter gesehen. Die Maske ist eine echte Verbesserung. Ich werde hier auf jeden Fall erwischt. Gemein. Erzählt mir von eurem Vetter. Komm, Junge, ab nach draußen mit dir. So, komm her, Opfer. Geh mal Friseur. Es tut mir so leid, ich muss schon wieder husten, glaube ich. Kleiner Let's Player bei Diebes Let's Play gestorben an Husten. Kann ich das Ding nicht ausmachen? Wenig, ne? Bis hierher riechen. Ja, haben wir vorhin schon gehört. Meistens ist ja irgendwo was hinter einem Gemälde versteckt, oder? Ist das richtig? Überall Ratten. Ich gehe heim und hol mir einen runter, wie immer. Ja, ist Standard. Ist er mit dem, schläft er oder was? Harte Zeiten. Scheiße. Also wenn ich jetzt nicht gleich erwischt werde, dann weiß ich auch nicht.
hier. Bei Rocks Zähnen. Mehr Dunkelheit. Ich brauche was zu trinken. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Seid mal leise. Ein Königreich für einen Kaffee. Königreich für eine Dirne. Spinne. So, meine lieben Freunde. Und ich glaube, an der Stelle würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch aus dem heutigen Let's Play. Ich sag recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr bis zum Ende dabei gewesen sein solltet, dann schreibt mir doch noch irgendeinen Kommentar ins Video hinein. So, bis zum nächsten Mal und haut rein.